Das Dragon-Event 2017, Januar, falscher Raum, ist aber egal, ist gestartet und ich habe mir mal gedacht, ich spiele mal ein paar Runden Dragon. Also im Hintergrund seht ihr Dragon-Runs auf normal und der letzte ist dann auch so ein richtiger Fail-Run. Ich war mit einer Gruppe in der Map. Da war dann der Zwerg nicht so mega geil. Und dann sind alle aus der Gruppe rausgegangen. Dann durfte ich den alleine machen. Und was ich nicht wusste, war halt, dass der Dragan nicht zurückgeht, wenn man die Map da langläuft. Und dann ist er halt, folgt er einem permanent hinterher. Und dann war das Umwechseln relativ schwierig. Da dachte ich mir auch so, krass. Ja, was wollte ich eigentlich noch sagen? Ja, dann habe ich halt ein bisschen Dragon gespielt. Ich hatte ab und zu auch echt gute Runden. Habe mittlerweile Content für dieses Video und ein weiteres Dragon-Video, weil ich habe dann den dann noch auf Qual voll gemacht. Ich wollte gerade sagen Fatal, aber den gibt's nicht auf Fatal. Hatte ich ein paar mal gute Gruppen. Ich glaube, ich kriege auf jeden Fall noch ein Video hin mit, ey, guck mal hier, hab euch ein paar Runs zusammengeschnitten, das ist bei mir gedroppt. Jetzt aber, ab jetzt, den 7.1.22:02, eigentlich später, weil ich später anfange zu farmen, gleich werde ich noch mein Bierchen trinken, das ist ein Radler, ein Mass Radler und ein Pott Nudeln, scharfe Nudeln, schmecken hoffentlich wunderbar. Und da werde ich dann mein restliches Premium ausnutzen und dann Bosse klatschen. Weil ich habe nämlich über 22.000 Anamant erfarmt. 10.000 waren da noch von der einen Herausforderung. Oh, ich habe ja ein Haar an dem Kinn. Das ist ja lustig, das fühlt sich voll witzig an, Alter. Ah! Ja, also eventuell hört man vielleicht, dass es ein bisschen halt. Ich habe nämlich mein Zimmer aufgeräumt. Hoho. Falls es zu sehr halt, also wenn ich mir nachher nochmal anhöre, falls es zu sehr halt, muss ich mein Bett demnächst immer runterklappen für Aufnahmen. Für bessere Akustik muss ich mein Bett runterklappen. Joa, Cedric-Style. Das ist ja mutastisch. Nee, das geht anders. Das ist ja mutastisch. Genau, so geht das. Und naja, ich nehm das Video einfach mal gerade nachher mit Audacity auf und denk mir so, kannst ja mal über so ein paar Themen reden, die dir so einfallen. Und ein paar Infos zur Q3 Map 1 Stories. Das habe ich einfach ins Leben gerufen, weil ich habe mir mehr oder weniger mein Flaggschiff-Projekt, also das Tagebuch, halt gesagt, ich mache das nur noch einen Monat, weil ich will mehr neues Zeug ausprobieren. Und Q3 Map 1 ist zumindest nicht immer das gleiche mit, guck mal, ich habe hier die Stats, die Woche war das und das und das wird in den Q3 Map 1 Stories auch reinkommen und dann noch Themen, die ihr euch wünscht. Zum Beispiel, keine Ahnung, falls plötzlich einer will, ey, keine Ahnung, sprich mal über den alaskabischen Hodenkrebs. Dann sage ich so, ja? Oder sage ich so, spinnst du? Was soll das für eine Bratwurst sein? Vielleicht mache ich mich dann auch einfach über einen Kommentar lustig, weißt du, oder nehme das einfach als lächerlich, quasi, dass das, keine Ahnung, eine Riesengurke ist, die plötzlich an deinen Arsch anfängt zu wachsen und dann plötzlich daran stirbst, weil, weißt du, die Gurke ist wie ein Teil von deinem Körper und die macht dich einfach kaputt, weißt du. Die fängt dich da plötzlich wie ein Böller an zu zünden und macht puff, ist dein Arsch kaputt, hast du so ein Loch im Arsch. Und deswegen hat man Loch im Arsch. Ja. Des Weiteren, ja, ich habe mittlerweile mein Set beim Dragan, das Offset voll, also offensive Set, deswegen werde ich demnächst die restliche Zeit jetzt dazu benutzen, noch mein Premium auszunutzen für halt Cubes. Mehr ist es nicht. Beziehungsweise ich versuche auch noch ein paar Fracks zu farmen. Also ich mache erstmal Siegerieb bis zum Umfallen, um zu hoffen, dass ich da einen Rang 3 Item bekomme, damit ich mir dann die Rest-Items, ich hoffe einfach mal, dass der Panzer Rang 3 droppt, dann kann ich mir nämlich für die restlichen Fragmente genügend Zier kaufen, damit ich das dann auch noch Rang 3 bekomme, dann kann ich die Glyphen draufballern und BÄM!
eventuell kriege ich dann das sogar noch hin, dass ich da genügend Glyphen reinballere. Generell wird sich das, habe ich hier eh noch eine Pace of Card übrig liegen, für noch einmal, das letzte Mal, Premium Deluxe holen. Ja, das wird sich dann geholt, sobald die Glyphen dann alle fertig sind. Das werde ich jetzt nicht machen. Denn jetzt verkaufe ich nämlich, ich will nämlich noch irgendwie, ich versuche es noch irgendwie hinzukriegen, dass ich die Axt noch gecraftet bekomme. Deswegen farme ich auch zurzeit eine Menge Gold und generell Menge Gold und Anamant. Und ja, hat bis jetzt echt Bock gemacht auf das Trager-Event, aber die nächsten 5, 6 Tage werden auf jeden Fall jetzt erstmal Q3 Map 1 hammerhart gefarmt und auch Bosse umgeklatscht bis zum geht nicht mehr. Mal mit Spaß machen. Das wird wohl Spaß machen. Also ich hoffe mal, dass ich dann auch ein Rang 3 Item bekomme, weil das wäre halt echt wunderschön. Dann hätte ich das Sigrid-Set voll. Hab ja letztlich einfach mal so random einfach mal die Arachna-Axt gedroppt auf Rang 3, weil ich so Arachna gemacht habe. Und ich habe auch ausgerechnet, man braucht 84 Runs, um in einer CW auf den Goldrang zu kommen. Für halt die Ranglisten. Und das will ich halt auch machen. Ich will halt auch Runs machen, um Goldrang zu bekommen. Und dann in der gesamten Rangliste auf Top 10 zu sein. Man bekommt nämlich 5000 Diamant als nur 2500. Aber ich würde das jetzt auch nicht versuchen, auf Teufel komm raus. Denn dafür lohnt es sich eher nicht. Dafür lohnt es sich einfach, aber es lohnt sich, auf Gold zu spielen. Man bekommt 150 Andermant. Ne, 150 Gold ist viel mehr wert als 150 Andermant. Dann noch, keine Ahnung, 500 Fragmente oder 1000 Fragmente. Ist auch gut. Und dann noch halt ein paar Brillen, die man dann halt farmen kann. Die werde ich demnächst einfach mal auch benutzen, um Fragmente noch zu farmen. Um halt. Oder vielleicht mache ich das auch schon einfach später und farm lieber mehr Sigri. Man hat nicht noch, wie viel Bock ich habe. Vielleicht einfach nur so nach 10 Runs Sigri, wenn man, keine Ahnung, dreimal in einem Run gestorben ist, zur Abwechslung einer Stunde an Fricks farm. Kann schon Spaß machen. Ah ja, und jetzt nur noch eine kleine Intention. Schreibt noch weiterhin fleißig Kommentare für die Q3 Map 1 Stories. Hab mittlerweile schon 2 bis 3 Themen, die ich rannehmen kann für 2 Folgen. Und ja. Wir werden die nächste Zeit kommen, da ich ja auch wohl, wie gesagt, Q3 Map 1 jetzt demnächst wieder zocken werde, die restliche Zeit, die 5, 6 Tage, also es sind 5 Tage und 20 Stunden, die ich jetzt auf Premium Deluxe habe. Das heißt, es wird dieses Wochenende noch hart Q3 Map 1 gefarmt, wird dann auch noch eine Folge aufgenommen oder 2, die über die nächste Woche hochgeladen und dieses Wochenvideo kommt hoffentlich noch am, ja vielleicht, kommt vielleicht sogar am Sonntag. Wird man sehen. Ja. An dieser Stelle, ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Es wird wahrscheinlich noch ein zweites kommen im Laufe der nächsten Woche. Und dann sage ich mal ciao. Ach ja, und ich mache noch ein Video, wo ich die Sachen zusammencrafte. Also es wird wahrscheinlich im nächsten Q3 Map 1 Stories, also in der zweiten Episode von Q3 Map 1 Stories, werdet ihr sehen, wie ich meinen Set zusammencrafte und dann so, bam, ich hab ab sofort Offset, spiele damit Q3 Map 1, pfff. Finde ich cool. Tschö.